Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo, das heißt neuen Infovideo, zum finalen Infovideo zur Let's Player Top 10, ne? Ja, ich sehe mal wieder scheiße aus, aber das soll mir ja gerade mal egal sein. Ich weiß nicht, ob ich gerade in die Kamera gucke. Hallo, hallo, Kamera da. Ja, finales Infovideo zur Top 10. Und zwar habe ich mir jetzt noch die letzten Informationen für euch. Und zwar erstmal die erste große Information. Die Top 10 startet am 1. Juni. Da gibt es das erste Video. Und dann gibt es dann fortlaufend täglich, hoffe ich, ein Video. Hoffe ich zumindest. Da muss ich auch vorproduzieren, anfangen mit vorproduzieren. Ich hoffe, das kriege ich so hin. Ich muss gerade selber mal meinen Termin gucken. In meinen Terminkalender gucken. Juni. Am Mittwoch, den 1. Juni, genau geht's los. Und dann Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag und so weiter und so fort. Heißt, normaler Uploadplan halt wie immer halt quasi, nur halt, dass halt keine normalen Let's Plays kommen, sondern halt jeden Tag kommt ein Top 10 Video. Heißt, Mittwoch, am 1. Juli kommt Platz 10 der weiblichen, dann kommt am Donnerstag Platz 10 der männlichen und so weiter und so fort. Bla 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 bla. Bumm. Hoffe ich zumindest, dass ich das so hinkriege. Wenn nicht, dann werde ich dann gucken. Wir haben ja jetzt aber erstmal, was haben wir? Wir haben jetzt Mai. Wir haben den 8. Mai, genau. Habe ich ja noch genug Zeit zu vorproduzieren. Auf jeden Fall, das ist die erste Information. Am 1. Juni geht's los. Und soll täglich ein Video kommen. Also fast täglich, außer Samstag und Sonntag. Der Nachteil halt daran ist halt, es gibt keine normalen Let's Plays mehr dann in dem Zeitraum. Die nächsten 20 Arbeitstage, sage ich jetzt mal. Und dann entscheide ich erstmal, wenn die letzten Videos on sind von den Top 10, entscheide ich dann, ob es dann noch zur Gesamtliste kommt, sage ich jetzt mal, dass ich die quasi auswähle, sage ich jetzt mal, die 10 besten von den 20, die ich quasi vorgestellt habe, dass die nochmal ein extra Video kriegen. Wenn ich dann der Meinung bin, es lohnt sich noch, heißt, ob ich dann noch mal das Ganze mache, wenn das gut ankommt, ist der vorweg gedachte. Ja, das war die erste Information. Guck, also ist die Gesamtliste ist noch nicht sicher. Die kommt halt nur dann, wenn ich wirklich weiß, ja, die ersten 20 sind gut angekommen. Heißt, es gibt das nächste halt. So. Nächste Info, also quasi zweite Info ist, was war es nochmal? Ich muss gerade selber nachdenken. Ich versuche jedem Let's Player oder Let's Playerin mindestens 20 Minuten zu geben, sage ich jetzt mal. Heißt quasi, ich befasse mich in dem Video alleine 20 Minuten mit dem Kanal. Heißt, es wird alles gezeigt, was er so auf dem Kanal hat. Es wird 3 bis 4 Videos werden gezeigt von verschiedenen Projekten und also es geht ich fange an mit älteren Videos und dann gehe so noch etwas, nein, nicht ganz so alten, aber und dann aktuelle, je nachdem. Heißt, ich nehme von jedem, nein, nicht von jedem Projekt, sondern von jedem, von dem Projekt, sage ich jetzt mal, was älter ist, ein Video aus einer Playlist, sage ich jetzt mal, zeige 3, 4 Minuten, dann gehe ich ein bisschen halt darauf ein, noch auf die Zahlen und Daten und was weiß ich was alles ist. Heißt, wie gesagt, jeder kriegt halt seine, was sage ich, 20, 30 Minuten, keine Ahnung. Ich versuche es zumindest so hinzukriegen. Bei Leuten, die natürlich mehr auf dem Kanal zu bieten haben, gibt es natürlich auch mehr. Heißt, ich will möglichst viel von dem Let's Player, Let's Playerin, der Let's Playerin zeigen. Was sie bieten hatte, wenn ich sage, ein Video, das ist ja Kommentarstil, Punkt.
Das würde in meinen Augen nichts bringen, weil ich will die Kanäle ja auch vorstellen, will denen auch zeigen, was sie drauf haben. Deswegen, und dann müssen wir auch die Entwicklung zeigen, wie sie angefangen haben und dann halt quasi, wie sie sich gesteigert haben und hast du nicht gesehen und noch ein bisschen was zu erklären. Heißt, wie gesagt, 20 Minuten pro Let's Player, Let's Playerin, das. Da habt ihr auch den normalen Content an sich, den ich auch täglich bringe, halt quasi. Normalerweise bringe ich ja täglich so ein 30, 40 Minuten Video von einem Let's Play Part. In dem Fall gibt es halt, wie gesagt, kein Let's Play Part, sondern es gibt halt eben in so ein Top 10 Video. Was 20, 30 Minuten geht, je nachdem, wie lange ich den Kanal vorstellen möchte, wie lange es halt angebracht ist. Und was der Kanal mir bietet an sich. Wenn ein Kanal habt, der mir gar nichts bietet, also keinen aktuellen Content, weil es zum Beispiel gerade nicht geht, weil er krank ist oder in der Pause sich befindet und ich habe dort stellen gerade trotzdem vor, dann gibt es halt weniger, sage ich jetzt mal in der Hinsicht. Weil dann kann ich auch nur das zeigen, was halt da ist. Und dann erzähle ich halt noch, was er Pause macht, bla bla, also alles, was ich halt quasi weiß. Punkt. Ja. Das war die zweite große Information. Habe ich den nicht so weit gezeigt. Was ich mir noch überlegt habe, damit die Let's Plays nicht ganz ausbleiben, ich habe ein Projekt noch nebenan, da mache, was ich so als Ausgleich nehme, das ist quasi fürs Wochenende quasi hochlade, heißt quasi, ich versuche nicht, also eigentlich will ich nicht nur ich wollte nicht in den Zeitraum eigentlich nur diese Top 10 machen, sondern also ich wollte halt eben noch nebendran noch was anderes machen, damit die Leute ein bisschen Abwechslung haben. Also jeden Tag kommt ein Top-10-Video, Platz 10, Platz 9, Platz 8, Platz 7, Platz 7, bla bla. Ja. Da habe ich mir halt gedacht, vielleicht machst du dann nebendran so ein Wochenendprojekt, wo ich sagen kann, das läuft halt so lange erstmal nur und kommt halt, wenn ich quasi Folgen habe. Oder halt eben nicht, sage ich jetzt mal. Ich weiß es halt noch nicht. Was, wie gesagt, ich will euch das mal erklären. Also geplant ist ein Let's Play zu Bloodborne. Wer Dark Souls bei mir kennt, weiß, es geht ums Sterben und hast du nicht gesehen. Also wir sterben alle oft. Ich sterbe alle oft. Ich sterbe alle oft. Auf jeden Fall habe ich den Zeitraum, wollte ich mir, weil ich gerade Lust hatte auf Bloodborne, habe ich ein Part Bloodborne aufgenommen und gucke mal. Und da habe ich das Ganze aber nochmal erklärt, so ungefähr, wie ich das jetzt hier nochmal kläre. Und ich hoffe halt, es kommt halt irgendwie an. Gucken wir mal, ich weiß noch nicht, wie das läuft. Also auf jeden Fall versuche ich erstmal täglich eins dieser Top 10 zu bringen, sage ich jetzt mal. Heißt, natürlich wird es wieder alles vorproduziert, sage ich jetzt mal. Ich werde jetzt den Mai dazu nutzen, sage ich jetzt mal, komplett nur halt eben die Top 10 aufzunehmen. Heißt, es könnte auch zu Verzögerung an sich, zu den Projekten an sich kommen. Die Woche, die jetzt noch kommt, wir haben heute den 8. Mai. Jetzt die Woche vom 9. bis zum, lass mich lügen, bis zum 13. Mai ist auf jeden Fall schon komplett hochgeladen und fast komplett eingestellt. Heißt, die ist noch sicher. Also kann ich in der Woche auf jeden Fall definitiv mich dran setzen, mich mit den Kanälen befassen. Also, wie gesagt, ich will 20 Kanäle vorstellen. Also, das ist 20 Minuten, das kann schon mal seine Zeit dauern. Das muss halt vorproduziert werden. Wenn es sein muss, produziere ich auch noch in der Zeit, wo halt schon die Top 10 hochgeladen werden, noch ein paar nebenbei noch, damit es halt klappt. Ja, kann ich dazu nicht weiter sagen. So, was kann ich sagen? Ist ja meine Idee. Was, wie gesagt, noch zugesagt werden muss, habe ich glaube im letzten Video aber auch schon gesagt. Es ist eine persönliche Top 10. Heißt, wenn ich jemanden auf Platz 10 platziere, weil ich der Meinung bin, er gehört dahin, dann ist das halt so. Das war ja bei meinen letzten Top 10 eher so ein Negativpunkt. Alle haben immer geschrieben, ja, der fehlt und der fehlt und der gehört dorthin und der gehört dorthin und das ist ne, das. Es soll nochmal klargestellt sein, es ist eine persönliche Top 10. Heißt, ich entscheide, wer wohin gehört. Also es ist meine Entscheidung. Wer meint, der und die Person gehört auf Platz 1, dann soll er seine eigene Top 10 machen. Ich zeige euch hier die Top 10, bei denen, die ich
ich am liebsten schaue. Wenn es Leute sind, die absolut eurer Meinung nach für den Arsch sind, auf gut Deutsch gesagt. Es ist meine Top 10, heißt quasi, ich gucke diese Personen und diesen Let's Player, diese Playerin gerne. Warum ich das mache, sage ich in dem Video dann auch nochmal dazu. Ansonsten, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist meine Top 10. Meine. Heißt, ich entscheide, wer wo steht. So eine Top 10 von wegen, ja, die Zuschauer entscheiden, das ist. Nee, das mache ich nicht. Das kann ich einfach nicht, weil erstens habe ich dazu zu wenig Zuschauer, die quasi voten könnten dafür. Also, ich meine, ich könnte vielleicht ein Voting machen von wegen, guck mal, das ist die Liste. Wer ist eurer Meinung nach Platz 10? Dann ist aber auch schon wieder vorhergesehen, wer als nächstes kommt. Ich möchte, dass die Leute, dass es nicht vorhergesehen wird, wer kommt. Und wenn ich so eine Top 10 mache, wo die Leute entscheiden, wer wo steht, dann ist es halt wieder, ja, dann kann man es auch wieder vorhersehen, indem man einfach die Kommentare oder was weiß ich durchguckt, wer am meisten gewotet wurde und hast du nicht gesehen. Das will ich nicht, weil das ist einfach zu vorhersehbar ist. Ich möchte, dass es nicht vorhersehbar ist, wer wo steht. Deswegen ist bis jetzt nur die Liste veröffentlicht, wer nominiert ist, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen, es wird nichts durchgestrichen, es wird nichts abgestrichen, es wird nichts weggenommen aus der Liste, damit man sehen könnte, der wurde jetzt schon aufgenommen, der ist nicht mehr dabei. Das soll ein komplettes dabei sein. Dieses Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das soll kommen, das soll es auf jeden Fall sein. Ich meine, ein paar wenige Sachen sind natürlich dabei, die vielleicht unüberraschend kommen, aber im Grunde soll die ganze Liste komplett unerwartet sein, heißt quasi. Nicht so wie letztes Jahr, da war die Top 10 weibliche, war ja schon vorhersehbar am Ende, da waren am Ende nur zwei zur Auswahl und die zwei wurden, dann wurde halt bloß entschieden, wer von denen ist Platz 1, wer nicht und wer ist Platz 2. Das soll dieses Mal definitiv nicht der Fall sein. Also es wird diesmal nur der Kanal vorgestellt und keine Liste mehr gezeigt am Anfang des Videos, sondern einfach nur der Kanal vorgestellt, gesagt, dass es Platz 10 ist und fertig. Nichts weiter. Und es soll halt quasi überraschend sein. Oh Gott, den habe ich jetzt nicht erwartet. Oh Gott. Na, dann geht's hier. Wir sehen so. Ja. Ist irgendwas. Die männliche hatte ich ja damals abgebrochen, weil, wie gesagt, dann war wieder beim männlichen war es mehr der Fall, dass dann viele halt aufgehört haben und ein krasser Fall war derjenige, der halt, es war halt jemand, der hat halt aufgehört, wieder angefangen, wieder aufgehört, wieder angefangen. Das hat mich so dermaßen angekotzt, weil ich hatte den ja vorher schon vorgestellt gehabt. Da habe ich mir gedacht, jetzt reicht's, leck mich alle am Arsch, canceln. Weil es mache ich definitiv nicht mehr mit so. Deswegen habe ich hier auch eine Regelung festgesetzt, wer dabei sei, wenn ich nominiere nur die, die regelmäßig uploaden. Und jetzt habe ich einen Zeitraum festgesetzt, wo keine Nominierungen mehr reinkommen. Es gibt aber, ich sage jetzt mal, es kann aber noch, wenn ich sehe, dass ein Kanal jetzt während der Aufnahmephasen von diesen Top 10 Scheiße baut, auf gut Deutsch gesagt, weil er sich denkt, jetzt mache ich so und so und mal so und mal so. Also wie es damals beim Männlichen war. Oder sage ich jetzt mal, irgendwie dort anders gegen die Regeln verstoßt, auf gut Deutsch gesagt, nehme ich mir das Recht natürlich noch raus zu sagen, nee, dann stelle ich den nicht mehr vor, dann nehme ich einen anderen dahin. Allerdings muss ich dann halt quasi wahrscheinlich dann rumexperimentieren. Wenn ich merke, zum Beispiel Platz 3 zum Beispiel, ja, sag ich mal, Scheiße gebaut hat, sage ich jetzt mal als Beispiel, dann muss ich halt gucken, weil dann muss ich jemanden raussuchen, der dann eher würdig ist, Platz 3 zu sein. Nicht wie letztes Mal, dass ich dann sage, dass ich jemanden einfach reingeschmissen habe, weil der ist jetzt nicht verfügbar gewesen, deswegen ging jetzt die nächstbeste. Sondern ich nehme natürlich die Liste und gucke dann nochmal rüber und gebe dann halt eine Aktualisierung dann bei Platz 3. Da sage ich dann halt, Platz 3 war halt der wurde aber, hab ich aber jetzt rausgenommen, weil dem. Deswegen verschiebt sich das Ganze jetzt in den, dann ist dann halt eine Aktualisierung. Keine Ahnung, irgend sowas halt. Es ist noch alles, der Teil, der mit den, der Regelteil, der ist quasi noch ein bisschen unausgedacht. Aber
Ich hoffe ja, dass es zu keiner dieser krassen Fälle kommt, sag ich mal, weil ich habe extra die Kanäle immer wieder beobachtet und geguckt, wie die halt so uploaden, wie sie halt machen und tun und hast nicht gesehen. Ich weiß, wie die größten, die meisten Kanäle weiß ich, wie sie agieren und da kann ich mir eigentlich sicher sein, dass es nicht zu einem dieser Fälle kommt, dass hier jemand seinen Kanal löscht und einen neuen Kanal und nochmal neu anmacht und was weiß ich, erst nicht gesehen. Ja. Deswegen denke ich mal, wird es nicht dazu zu diesem Fall kommen, aber falls doch, muss ich mir etwas überlegen. Ja, des Weiteren werde ich noch. Was wollte ich jetzt sagen? Ich werde die Kanäle, die quasi in den Top 10 sind, sag ich mal, die ich quasi aufnehme, sag ich mal, bevor ich diese. Was heißt, bevor ich diese aufnehme? Also ich werde diese Kanäle, wenn ich die aufnehme, diese Kanäle anschreiben. Heißt zum Beispiel, ich schreibe jetzt mal als Beispiel, wir nehmen mal meine Liste hier. Ich habe meine Liste gerade nicht auf, sage ich jetzt mal. Ich muss gerade selber mal kurz gucken. Ja, auf jeden Fall. Wo habe ich jetzt meine Liste? Es ist immer so, dass alles nicht da ist. Also alles nicht dort, wo es hingehört. Auf jeden Fall. Komm, ich mach hin. Chrome, mach hin. So. Das muss ich auch noch bedenken, dass ich das vorher vorbereite, alles, damit das nicht lange lädt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich. Jetzt mal als krasses Beispiel, ich nehme jetzt Hannibal. Jetzt mal als Beispiel. Ich will Hannibal in die Top 10 aufnehmen, will aufnehmen, dann schreibe ich die Hannibal vorher an, frage nach, ob ich ihren Content auch benutzen darf. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber und mag vielleicht ein bisschen heruntergekommen oder was weiß ich sein und werde ich wahrscheinlich auch keine Antwort bekommen oder so, gerade von jemandem wie Hannibal oder so, aber ich mache das, um mich abzusichern, damit die Leute nicht irgendwann sagen, pass auf hier, das löschst du jetzt. Weil ich will nicht, dass du meinen Content benutzt. Heißt, dann kann ich es halt nicht hochladen. So ungefähr. Dann, wenn es wenn es diesen Fall betrifft, sage ich jetzt mal, dass ich keine Antwort kriege, mache ich es einfach. Wenn jemand direkt nach ein paar Minuten oder nach ein paar Stunden oder nach 2 Tagen sagt, hier, pass auf. Nach einer Woche, je nachdem, pass auf, ich möchte das nicht, dann muss ich das Video nochmal bearbeiten. Dann schneide ich halt den Content, sage ich jetzt mal, den Videocontent von den Leuten schneide ich dann raus. Heißt, es wird kein Videomaterial von den Leuten geben. Werde es aber dann nochmal sage ich jetzt mal, werde ich dann noch voran eine Aufnahme schneiden, in der ich dann sage, pass auf, der Kanal hat gesagt, er möchte das nicht, dass ich das nicht verwende. Dann tue ich das auch nicht. Heißt, hier wird nur der Kanal vorgestellt, es wird aber kein Content von ihm gezeigt. Das heißt quasi, ja, es wird kein Video von ihm gezeigt oder so ähnlich. So als Beispiel. So, ja. Also wie gesagt, ich mache das nur, um mich abzusichern. Damit die Leute nicht irgendwann sagen, hier, das darfst du nicht. Das verbiete ich dir jetzt. So, Punkt. Ja. Wie gesagt, das ist alles nur eine Absicherung. Ansonsten habe ich jetzt alles soweit. Vorhin 20 Minuten, jeden Tag einer oder eine. Jeden anschreiben vorher. Aber ich probiere, ich werde nur die Leute anschreiben, die auch wirklich dabei sein werden. Also quasi, wenn ich jetzt jemanden nicht nominiert habe, sage ich jetzt mal, Hannibal, der nicht dabei ist, jetzt mal als Beispiel, dann. Würde ich es auch nicht anschreiben. Heißt, warum soll ich sie dann anschreiben? Darf ich dein Content benutzen? Ich meine, das klingt jetzt wieder so vorhersehbar, von wegen so. Ich bin der ist in der Top 10. Ich weiß, wo ich stehe, ungefähr. Ich könnte wo stehen, sage ich jetzt mal. Ich werde aber auch natürlich werde ich in der Mail natürlich nicht verraten, du bist jetzt Platz 1 von der in Top 10 oder ähnlich. Oder Platz 2 oder Platz 3. Sondern ich werde einfach sagen, pass auf, ich werde jetzt gleich eine Kanal.
eine Vorstellung. Ich werde jetzt gleich deinen Kanal in meinen Top 10 vorstellen. Darf ich denn dein Content verwenden? Punkt. So werde ich das ungefähr schreiben. Also quasi, dass es nicht vorhersehbar ist, wer wann die Mail bekommen hat. Also ich werde auch nicht öffentlich machen, sondern ich werde das per Privatnachricht machen, damit die Leute nicht sagen können: Guck mal, der hat dann geschrieben, der hat dann geschrieben, dann könnte das so zu sehen, damit man das, wie gesagt, dann noch vorhersehen kann. Sondern halt quasi so, dass es nur halt ich weiß, wer da steht und halt derjenige, vielleicht derjenige, der halt quasi aufgenommen wird. Aber das weiß im Grunde er dann auch nicht, weil er kann ja sein, dass ich schon zwei Leute vorher angeschrieben habe oder fünf Leute vorher angeschrieben habe oder zehn Leute vorher angeschrieben habe. Oder hast du nicht gesehen? Also, mit anderen Worten, im Laufe des Mais jetzt hier werden, denke ich mal, 20, wie gesagt, die 20 Leute, die nominiert sind, sage ich jetzt mal, diese Mail bekommen, sage ich jetzt mal, dass ich die Aufnahme mache, ob ich ihren Content verwenden darf. Punkt. Ja. Ansonsten war es das im Grunde eigentlich auch schon wieder. Dann sehen wir uns dann bei den nächsten Videos. Bis dann. Oh.